So, ihr Lieben, wir spielen Club Koala. Keine Ahnung, was das so ein Game ist. Ich habe schon ein bisschen Gameplay angeschaut. Also man kann dort wie auf Dings wie Animal Crossing die eigene Insel dekorieren. Man kann Minispiele machen, also Partyspiele wie Mario Kart und Fall Guys. Das habe ich schon mal als bei einem Gameplay gesehen. Ja, ich bin gespannt, ob das Spiel auch wirklich so toll ist. Wir gehen. Ist Game in Ordnung, der Sound, oder ist zu laut? So, wie heiße ich? Ich heiße Amy. Es ist leider noch komplett auf Englisch. Leider. Oh. Kann ich mich ein bisschen weiter nach draußen zoomen? Nein, kann ich nicht. Also die Frisur gibt. Oh mein Gott, guck mal die Farbe vom Haargummi an. Sieht aus, als hätte ich in Steckdose gefasst. Bei den ganzen Haarfrisuren gefällt mir gerade die hier. Ich und Maus. Ja, das ist Katastrophe, Leute. Hauttyp passt. Gesichtsform kann man so machen. Oh, es gibt noch mehr Haarfrisuren. Sieht komisch aus. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir auch nicht. Wir machen einen Irokese. Das sieht auch nicht schlecht aus. Nee, ich bin kein Fan von kurzen Haaren. So einen schrägen Pony bin ich auch nicht. Finde ich auch nicht so toll. Süß. Aber mir gefällt Pferdeschwanz. Gefällt mir am meisten. Oh mein Gott, ist das ein krasses Pink. Leute, oh mein Gott. Dieses Pink ist krass. Okay, lila ist langweilig. Oh mein Gott, hellblau ist auch voll krass. Oh mein Gott. Also hellblau ist cool und pink. Aber ich mach glaub Pink. Ich mach Pink. Face. Die Augenbrauen kann man so lassen. Die machen wir auch in Pink. So, Augen. Wie so ganz kleine Augen, als wäre sie noch voll müde. Ich glaube, die sehen nice aus. Die Nase. Ist eigentlich so, wie sie gerade ist, perfekt. Ew. Stumpfe Nase. Nee, da war die erste Nase war am besten. Die das am besten, genau. Haben wir ein Bart? Nein, wir brauchen kein Bart. Ist ja auch komisch. Stellt euch mal vor, hier ein Bart. Oh Gott. Was ist das? Frickles. Ah, Sommersprossen. Ich habe keine Sommersprossen. Was ist das? Nivus? Nivus? Sorry, Leute, ja, ich kann kein Englisch. Wenn ich jetzt wüsste, was sich da ändert. Ah, Pickel. Nee. Nee, nee, nee. Braucht man nicht. Hier, jetzt ist schon wieder Internet instabil. Oh, Mensch, Leute. Egal, wir machen weiter. Eyeshadow. Nach dem Pechschwarz kommen. Was ist das für ein Unterschied von Schwarz? Sieht komisch aus. Sieht alles so komisch aus. So sehe ich aus, wenn ich mich schminken würde, weil ich kann mich nicht schminken. Ja, genau, so extra nach unten. Oh Gott. Oh Gott. Mach mal Augen zu. Mach mal dein Auge zu. Mach Auge zu. Es will nicht Auge zu machen.
Na, das sieht jetzt wieder zu übertrieben aus. Da sah das da hinten. Nein. Ja, jetzt sieht wieder alles komisch aus. Das hier sieht dann am besten aus. Ja. Eyelashes. Das sind die Wimpern. Gar keine Wimpern, sind auch nicht schlecht. Die sehen nice aus. Aber da sieht irgendwie die Schminke, die passt dann irgendwie nicht. Das ist cool, ja. Die Linsen. Oh mein Gott, man kann Sternchenaugen machen. Uiuiui. Okay. Mein Gott, Herzchen. Das sind normale Totenköpfe. Herzchen. Sternchen. Das sieht aus wie Naruto. Oh, Schlangenaugen, Leute, Schlangenaugen. Wir machen die hier und wir machen türkise Augen, genau. Die Lippen. Ich habe kleine, schmale Lippen. Klar, wir machen sie pechschwarz, ne? Wir machen sie knallrot. Die sehen in Ordnung aus, oder dir? Die sehen in Ordnung aus, ja. Jetzt brauchen wir Blässe. Die ist so schwarz. Die ist doch nicht schmutzig. Das sieht aus, als hätte die einen Sonnenbrand. Quatsch. Das sieht aus wie so ein Clown. Wir machen ohne. Jetzt müssen wir noch was anziehen. Hey Amy, na, alles gut bei dir? Ja, bei mir ist alles gut und bei dir, Kitty? So ein Highschool-Pulli ist cool. Also an Klamottenauswahl ist das ein bisschen mangelhaft. Das ist ein bisschen mangelhaft, ehrlich. Ist das in Ordnung? Weißt du, das sind auch noch voll die Schuhe für Jungs, ne? Die sehen so Oma-mäßig aus. Die gehen, aber die sind auch aus wie Jungs. Das ist ja nichts für Mädels. Muss ja. Neues Handy. Panzerglas auf der vorderen und auf der Rückseite. Nicht schlecht, nicht schlecht, Kitty. Ja. Wir sehen so aus. Sieht halt komisch aus, wie so ein Bauer, aber sieht okay aus. So bleiben wir. Sign up. Ist eigentlich Game Sound in Ordnung, Kitty, oder ist das Game zu laut? Weil ich habe es ja auf Stufe 25 am Laptop, aber im Game konntest du ja noch nichts einstellen. Weiß ich nicht, ob es zu laut ist oder nicht. Ist so in Ordnung. Das ist so okay. Okay, dann ist perfekt. Dann ist perfekt. Okay, das ist Club Koala. Das ist ein Freizeitpark. Mit Springbrunnen, mit Riesenrad. Mich kriegt ihr nicht in ein Riesenrad rein. Sieht nach Party da Dingsbums aus. So nach einer Bühne. Leuchtturm ist cool. Ich wollte schon immer in einen Leuchtturm rein. Welcome everyone here. Hey there, welcome. Also herzlich willkommen. Welcome to the biggest amusement park on earth. Willkommen in der größten Park auf der Erde, oder? Würde ich mal sagen. Oder auf der Welt. It is Koala Bay. Koala Bay. Okay, interessant. So you're the one. Was cool. So, you're Amy. Ja, ich heiße Amy und bin stolz drauf. Allow me to properly introduce you to this playground. Irgendwas mit
Grundstück erklären, glaube ich. Ich kann einfach kein Englisch, Leute. Das ist so schlimm. First, please accept our gifts. Es ist halt eine Alpha-Version. Also ist noch gar nicht draußen und nicht mal richtig vollständig. Aber vielleicht kommt es ja irgendwann, wenn es rauskommt, ja auch auf Deutsch raus vielleicht. Ich bin sogar im DC. Achso, okay, ja, ich komme auch gleich, Kitty. First place, accept this welcome gift. Okay, wir kriegen ein Willkommensgeschenk. Ein Handy. Dankeschön, ich wollte schon immer ein Handy haben. Mit Koala. Here's your exclusive smartphone and fast pass. Okay, hier ist dein exklusives Smartphone und Pass. Was ist das Fastpass? Für was ist das Fahrpass? I don't need in. The Fastpass will show the recommended services of the park. The Fastpass will show the. Okay, das ist für den Park. If you're unsure about what to do, just open your Fastpass and have a look. Okay, wir können auf diesen Fastpass gucken und dann können wir, keine Ahnung. Für was brauche ich das Handy hier? Many services provided for you require the use of apps on your smartphone. Okay, wir können einige Sachen vom Handy ausmachen, also durch Apps. Kennen wir ja. Von Animal Crossing hat man doch auch ein Handy gehabt, wo man einiges machen konnte. If you're unsure about what to do, just open your phone and have a look. Okay. Fantastic. Seems like you've got a handle on their utility. Fantastic. It seems like you have got a handle on. Happy. Also. Es ist sehr monoton. Well, that's it for now. Well, that is. Wie das hört sich so komisch an, wenn er sich freut. Ehrlich. Hope the club koala. Was glaubt man? Was brings you a unique, dreamy experience that's yours and yours alone. Okay, ich kann das nicht verstehen. Okay, da, wie laufe ich? Okay. Guck mal, wie wir laufen. Kann ich mich näher ran zum Guck mal, wenn wir laufen? Kopf nach hinten. Schlimm. Das ist schlimm, ehrlich. So, ich gehe kurz Discord. Kitty wartet auf mich. Hallöchen. Hi. So, get your pass. Fast pass here. Okay, das ist eine Karte. Es gibt ein Fountain Square. Ja. Wonder Arena. Das ist das Schiff. Sunburst Playhouse. My Island. Und Sticker Island. Okay. Okay, wir gehen mal dahin. Also. Ja. Also, der Charakter sieht nämlich aus, als käme er gerade vom High School Musical. Okay. So, wir schauen uns erstmal hier um. Ich will am Rad drehen. Kann ich das? Ich kann nicht am Rad drehen, ich will aber am Rad drehen. Zuckerwatte, wer will Zuckerwatte? Ich muss mit der Steuerung auf Zuckerwatte. Auf Zuckerwatte hätte ich jetzt echt mega Bock. Hallo? Ich will nichts drucken. Ich habe einen Screenshot gemacht. Wie habe ich denn das jetzt gemacht? Einen Moment, Leute, wir haben es gleich. Ich mache immer Quatsch. Stellt euch das mal vor. Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Ich bin eigentlich nur gelaufen. Ich bin doch bloß ganz normal gelaufen. So. Oh Mann, ey. So, guck mal da. Die tanzen Ariel. Kann ich mit dir reden? Friend, come on. Hey Amy, come on. Was, come on. Come on, cheer for us. Don't just stand there, join in.
Tap Social at the bottom of the screen, then you could find the Emoji tab. Tap Social. You could wave or you could cheer. Können wir auch irgendwie tanzen? Ich muss gucken. Ah, oh. Yeah, wir können tanzen. Sind zwar nicht im Takt, aber wir tanzen. Voll nice. Können wir hier irgendwas machen? Nein. Sky. Hi, Sky. Was geht? Excuse me, are you new to the club? Entschuldigung, bist du neu in diesem Club? Ja. Quickly come and try the exhilarating parkour. Let's try some. Okay. Was für Parkour? Upon entering the arena, you'll join many companions for the game. Okay. The rules are simple. Rush forward and reach the finish line. Okay, wir müssen einfach die Linie erreichen. Merely listening to the instructions may not fully get it. Let's try it out for real. Okay, interessant. Ich kann zwar kein Englisch, aber interessant. Jetzt, ich drück hier ständig aus zum zweiten Bildschirm rein. Das ist nervig. Ich hasse Computerspiele. Oh mein Gott, ein Kettenkarussell. Können wir rennen? Nein. Ich muss meine Maus im Blick haben. Ich will Kettenkarussell fahren. Hallo. Da ist eine Daily, Dings. Please check today. Come again tomorrow. Okay, was kriegen wir denn? Nichts. Wir kriegen nichts. Wow. I'm so happy. Okay, jetzt haben wir uns einmal umgesehen. Okay, wir können einmal Aussehen noch verändern. Wir können Klamotten. Können wir Klamotten erstellen, so wie es aussieht? Man kann Freunde haben, auch nicht schlecht. Sogar eine Blacklist. 100 Freunde plus. Oha, so wenig. Announcement. Es gibt nichts. Okay, Storage. Ich hab nix. An die Post? Genau, Post. Ah, guck mal, da können wir so Sachen. Mein Insellevel ist C. Interessant. Partyland, da war ich noch nicht. Einstellungen, endlich! Einstellungen! Aber reicht, ist es echt vom Sound so perfekt oder soll ich es leiser machen ein bisschen? Das ist so perfekt. Okay. Bei erst im Spiel drin kannst du Einstellungen machen. Okay. Okay, wir reden nochmal mit dem Kai. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh, B. Ich habe nichts in der Tasche. Okay, schade. Hallo Kai, ich möchte mit dir reden. Would you like to try the club's coolest attraction? Would you like to try the club's coolest attraction? Ja, ich möchte gerne die coolste Attraktion sehen. Deserted Isle Genesis. Deserted Isle Genesis. Okay, sollen wir da hingehen? The club will give you an island for free. Where else can you find such a good deal? Der Club gibt dir eine Insel für umsonst. Wow. You can live freely on the island, dress it up and build it however you like. Du kannst frei auf dieser Insel leben. Interessant. Man kann auch bauen und sowas. Once your island is well built, you'll receive various rewards. Once your island is well built, What do you think? Feeling excited? No. You're definitely excited. Wie er sich darüber befindet, denk.
You can take a look at my island first, Dewa Town. And then make a decision. Euka Town. Wir gehen erstmal Euka Town. Das ist Euka Town. Das sieht sehr interessant aus, wie eine kleine Stadt. Oh, da gibt's jetzt will ich Kuchen essen. Ich habe aber keinen Kuchen hier. Was machen wir dann? Es gibt eine Ampel, als ob da irgendwie ein Auto. Oh. Ich sehe so viel Essen. Da bekommt man Hunger. How about it? This is my masterpiece. Okay. You are welcome to visit at any time. You can go there using the any phone booth. Telefon, okay, Telefon. So, please follow me this way. Ja, ich folge dir. Arrive. Ja, okay. Ich war noch nicht so schnell, aber okay. Wir gehen jetzt auf die Insel. Was ist denn das für eine Gurke? Hallo. Welcome everyone. It's not easy to make it to the island, Sunshine. Also, willkommen alle miteinander. Es ist nicht einfach, hier auf die Insel zu kommen oder irgendwie sowas. Let's hurry to the plaza up north. The manager sent by the club to this island has already arrived ahead of us. Also ihre Stimme ist schon angenehmer. And is waiting for all of us. Okay, wer wartet auf uns? Please, Abrio Nolk was manned up straight too far. Okay, let's go. Wir müssen ihr folgen. Mach mal Haare bis zum Hintern. Wir müssen wieder mit Kai reden. Head to the plaza and check it. Check in with Kai. Okay, wir müssen uns beim Kai anmelden. Let's go. Everyone, pay attention here. Hey, hey, pay attention here. Wieso pay? Welcome to this deserted island. The name isn't very enticing, is it? Ja, total. Allow me to introduce myself. I am... Myself. Ich bin the master of this island. Der Meister auf dieser Insel. I was just kidding. Wird ja mal richtig interessant. Aber richtig. Let me introduce. This here is the island master. Also ich bin der Master. Welcome to the island. Yeah, the island will change for the better with all of you here. Okay. And then my name is Jay. Yeah, a genuine koala indeed. Ja, hallöchen Kai. Schön, dich kennenzulernen. Danke, dass du dich vorher nicht richtig vorgestellt hast, Kai. Ja. Und happy. Myself, along with my assistants Katie and Ginny. Okay. Katie und Ginny, die zwei Gurken da, sind seine Assistenten. Also, sie sehen mal aus wie eine Gurke. On behalf of the club, we'll be providing you with attentive service on this island. Okay. As for the other two guests. Also die Gurken erinnern mich an Kevin, die Seegurke. Schon irgendwie. Okay, Lord, da heißt auch eine Amy und eine Ziggy. Jetzt gibt's zwei Amys da drin. Nicht schlecht. They are guests who have come to reside on the island. Island master and guests, you'll need to get along well. Ja. To welcome all of you esteemed visitors, we've specially prepared luxurious residences. Warum tue ich so gerade erschrocken? Was ist denn da? Just kidding. This is a deserted island. But with Island Master here, we will surely have houses in the future. Okay, man kann in der Zukunft Häuser haben. Das hört sich doch schon mal gut an. For these few days, let's make do with tents. Okay, wir kriegen Zelte. Living in a tent in the wild has its own charm. Oh Mann, ey. Also ich bin nicht so der Mensch, der im Zelt schläft. Alright, everyone. Das ist doch der Anfang immer beim Zelt. Wir kommen bei Animal Crossing. Ja, schon. Animal Crossing 2.0. So, wir kriegen unser Zelt. Wir müssen zu Katie gehen und uns ein Zelt abholen. Katie, ich will mein Zelt. Hello, aber Pronto. I'm Assistant Katie. My sister Ginny and das war, glaube ich, bei New Leaf auch gewesen. Ja. Wir haben einen Zelt erhalten. Once you find a spot you like,
Okay, das ist bei. Das hat eine Ähnlichkeit wie. Like, and set it up. Okay, we can remember to keep a relatively open area to pitch your tent. And remember, you can't set up a tent in the plaza. Das hat eine Ähnlichkeit wie New Horizons. If you get lost, take a look at the island map. Okay. Once you're all set, head back to the plaza. Kay would like to have a longer chat with the island master. Okay. Okay, finde ein. Was habe ich hier für Früchte? Sieht das Äpfel oder Pfirsiche? Sieht nach Pfirsich aus. Einmal in meinem Leben habe ich meine Lieblingsfrucht auf eine Insel. Ehrlich. In Animal Crossing habe ich immer nur Orangen. So am Strand. Boah, ich hatte schon cool. Ich hatte bei Animal Crossing. Bei jedem Animal Crossing spielen. Nur scheiß Birnen gehabt. Ich wollte Orange. Eigentlich Apfel, Orange oder Zitronen haben. Nein, ich kriege immer nur Birnen, ey. Boah. Ich würde sagen, hier am Strand wäre es doch cool. Aber ich will nicht hier direkt die Palme kaputt machen. Dann machen wir es hier. Das ist ja mein Zelt. Mein Zelt ist da. Return to Plaza and chat with Kay. Hey Kai, ich habe mein Zelt platziert. Was jetzt? My friend, looks like you've gotten quite used to the island environment. Was heißt hier mein Freund? Wir sind nicht Freunde. Ich kenne dich jetzt erstmal seit, weiß nicht, 20, 30 Minuten? Hallo? Looks like you've gotten quite used to the island. Ja, okay, ich kann nichts verstehen. But where did the two guests? Wo sind die zwei Gäste? Ich weiß es nicht. Could they have encountered a wild beast? I love wild beasts. My friend, you've got even more jokes than me. Where would wild beasts come from? Ja, die wurden bestimmt von den wilden Biestern gefressen. But, my friend, why don't you go check on our guests? They might need a hand. Ja, okay, ich helfe dir. Help Amy and help Ziggy! Aber es sind leckere Pfirsiche. Ich bin gespannt, was du nachher für Früchte hast bei dir. Hallöchen, Amy, ich will dir helfen. Ich möchte dir dein Zelt hinbauen. Amy. Ich heiße auch Amy. Schön, dich kennenzulernen. Jetzt wird die Insel voller Amys und dann heißt die Amys regieren die Welt. Master, you're the owner of the island, right? Oder die Apokalypse der Amys. Where do you think we should set up my tent? The beach is clean and the trees provide shade. Ja, it all seems quite nice. Ich find's ja auch nice. Dithering. What do you think about nearby? I'll find you a place. I'll leave the tent to you then. Aster will definitely find a good spot. Ja, ich finde dir schon noch einen Platz. Keine Sorge, Amy. Keine Sorge. Ich habe schon eine Stelle für dich, und zwar hier. Warum ist dein Zelt rund und meins nicht? So, jetzt müssen wir zu Ziggy. Ziggy, wo bist du? Sag mal, Piep, Mama, Piep, wo bist du, Ziggy? Da bist du. Hi, Ziggy. Can I help you? Oh my, you startled me. It's just my friend. Ach so, okay. Amy ist deine Freund. Okay. Hello, hello. I'm Resident. Du bist nicht Resident, du bist Ziggy. It looks like you have both found their spots. Du findest keinen Spot, aber ich bin schon I've got to buck up. Indeed, living alone does require quite a bit of determination. But where should I set up my tent? I'll find you a place. This is my tent. Please make the decision for me. Ja, danke schön für dein Zelt. Das klaue ich jetzt und dann gehört es mir. Ist ja schon witzig, wenn man es klauen könnte. Was kann man drehen? Alright, now that will finally got all our tents set up.
Okay, jetzt sind wir zurück zum Hauptplatz. Weil wir alle Zelte eingesammelt haben. Alright, now that everyone's tent is set up. Ja, alle Zelte stehen. Let's give Island Master a round of applause. Yeah, Applaus für mich. Wartet, Applaus, warte. The Island Master sure did a great job for everyone. Ja, danke, dass ich einen tollen Job für allen gemacht habe. Dankeschön. The claw is sucking off. You should be the one doing these things. Okay. Caught me. I was just slacking off a bit. Warum? Weißt du, ich verstehe das nicht. Die machen da happy, aber ihre Emotionen, ich verstehe das nicht. That's not the point. The important thing is... Ja, was ist der important thing? We're about to hold a grand celebration for my friend becoming the island's leader. The most splendid. Kai, wie oft noch? Ich bin nicht dein Freund, mein Freund. A big party. Party? Party, party. I'll take care of the arrangements, ensuring everyone has a memorable day today. I leave it okay. Actually, I want to... So, residents, Katie, Ginny, you guys get the plaza all decked out. Okay. Then Island Master and I, we have the most important thing to do. Was? Wir haben... Oh, nee. Gather food and the fuel needed for the bonfire. Okay, wir brauchen Essen und Feuer. All the materials are gathered right from the island, which makes it all the more fun, doesn't it? So, my friend, let's discuss the items we need to collect. Der versteht das nicht. Warum sagt immer my friend? Ich heiße Amy, nicht my friend. Okay, was für Sachen brauchen wir denn? Wieso soll ich jetzt schon wieder mit dir reden? Ehrlich, ich war doch gerade bei dir. My friend, I've prepared some branches for making a bonfire. Okay, wir brauchen Amy? Branches. Ja? Was ist eigentlich deine Spieler-ID? Keine Ahnung, kann ich dir gerade nicht sagen. But we still need a few more. Please bring back 5 more branches. Okay, wir brauchen 5 branches. Okay. Branches usually fall from trees. Okay, die fallen vom Baum. So if there aren't any on the ground, you can also shake trees to get them. Go okay. For it. Okay, also wir haben Boden, aber man kann auch Bäume shaken. Schütteln. Warte. Ups. Wo finde ich denn meine ID? Bei Escape. Ja. Und dann Person. Da unten. Das kann man kopieren. Ja, perfekt, dann schicke ich es dir kurz. Ja, dann habe ich dich gleich schon mal als in der Liste, bevor ich... Ja. Okay, ja, wir hab ich gesehen. 5 Branches suchen. Let's go. So. Ja. Da liegt eins. Mit F. Ich hab's akzeptiert. So. Das ging ja easy. Gotti Karotti. Hallöchen, Struggle, wie geht's dir stets? Na, das... So, ich brauch noch 4 weitere. Da liegt noch eine. Hallo, aufsammeln. Was heißt aufsammeln? So, jetzt brauchen wir nur noch 3. Ich will gerade keine Bäume schütteln, ich bin faul. Also, es sehen aus wie Pfirsiche, aber ich weiß nicht, sind es Pfirsiche? Ja, ne? Die sehen aus wie Pfirsiche. Ja. Auf jeden Fall, das Spiel, es ist in Echtzeit. Also, das, was wir jetzt an Uhrzeit haben hier bei unserem Handy, ist einfach die originale Uhrzeit. Das finde ich voll crazy. Aber weißt du, was das Gute ist, Amy? Welche Ähnlichkeit hat es? Welches Spiel war es auch so? Bei Animal Crossing. Animal Crossing New Horizons. Sorry, mir fehlt nur noch ein Branch. Da ist ein Branch. So
okay. Ich muss es zum Kai geben. Okay. Kai, wo bist denn du? Wie geht's dir, Mara? Wie geht's dir stets? Das sind wirklich Pfirsiche. Das erste Mal, dass ich Pfirsiche als Frucht habe. Ja, aber weißt du, was mir auffällt? Pfirsiche kann man locker auf Englisch korrigieren. Peaches. Ja. Yeah. Das ist einfach. Ja, klar. Ja. Wow, you've got the branches. Yes. Well then, hand them over to me for now. Ja, hier, bitteschön. Ach ja, wie immer und selbst. Ja, auch wie immer. The task of making the bonfire. Let's leave that to Katie and Jimmy. Ich habe mich für ein Testspiel angemeldet und bis jetzt, das Spiel ist eigentlich nice, hat aber auch eine Ähnlichkeit von Animal Crossing. Hat nur Animal Crossing für PC. The task of making the bonfire, let's leave that. Okay, didn't help you. Okay. Next up is food. Okay, the most crucial part of the celebration. Ja, ist voll cool. Look around at the trees here. Some are bearing fruit. Ja, ich habe schon gesehen, dass die Früchte tragen. My friend, go gather some fruit. I think 6 pieces should be enough. Pieces? Was sind pieces? Just shake those trees and the fruits will fall right off. Das sind diese Peaches. Of course, die you are the master, ja, of this island. You should get to know every blade of grass and tree on the island. Come ich on, weiß, everyone is looking forward to what you brings. Ich bin nicht doof. Das hat irgendwie eine Ähnlichkeit von Animal Crossing, deswegen kenne ich mich ja schon aus, Kai. Shake, 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 shake. Aber es fallen mehr Früchte runter als bei Animal Crossing. Das sind, glaube ich, 2. Ist das jetzt gerade? Was? Ist das diese Desert Island, wo du ja jetzt gerade drauf bist? Ja. Okay. Ja, ich wollte eigentlich in die Stadt, aber dann bin ich da drauf. Ah. Aber mir ist was aufgefallen bei diesem Game. Was denn? Du kannst bei diesem Game auch springen. Hä, wie? Musst nur Leertaste drücken. Ach was. Dann springst du. Lol. Geil, ne? Ja. So, gib die Früchte wieder, das hat... Kai. Mach ich. Hey Kai, hier. Aber das hat... My friend, ja, you're like an aber das angel, hat wenigstens einen Bonuspunkt, muss ich sagen, weil... Ja, wie soll man sagen? Bei Ender... Richtig. Und da gab's nur 3 Früchte auf dem Baum und hier sind's 5. Was? Ja. You're like an angel with your arms... Ich bin doch kein Engel. Come on, hand them over to me. Ja, bitteschön, hier die Pfirsiche. With these fruits, I can make a fruit cake. Ein Früchtekuchen. Boah. You have flour and cream? I actually prepared a ready-made cake. But the party also needs fruit salad and juice. Ja, wir brauchen noch Salat. Weil Kuchen allein, das gibt Bauchschmerzen. The plaza is almost ready. Let's go and do the final preparations together. Okay. With everyone's hard wow, work, the celebration officially da begins. Sehr cool. So. Ja klar, jeder hat hart gearbeitet. Es war doch bloß ich am Arbeiten. Ja, yeah, true. Everyone has put in time and sweat for the celebration. So touch it. I noticed that he didn't do anything. He was even napping just now. I even snarkily took a photo. No yeah, way. Let's take a photo. Island Master and I prepared the most important thing together. Anyway, we are gathered here on this deserted island. It's not right to call it a deserted island anymore. We must give the island a name. Oh, wie gehen wir in diesen well, it's decided then. It will be called Koala Island. Wie nennen wir es? Chun-Li as Master Tanina. Ja, genau. Fragen wir lieber mich. Yes, Island Master. You will definitely come up with a good name. Well, that will be okay.
Wow, wie er happy ist. Ehrlich. Then let me know when you've thought of it. At this very moment, let me light the bonfire. Light the bonfire. Da, 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 da. Aber die Animation ist auch schon voll nice, wie sie da diesen Feuer da anmachen. Das war ja bei Animal Crossing auch nicht so, es war einfach auf einmal da. Oh mein Gott, das ist der leckere Kuchen hier. Und, weiß ich nicht, was für ein Dings. Wie nennen wir da diese Insel? Wie nennen wir sie? It seems like you've already thought of a suitable name. Gute Frage. Warte. Amy's. Ich kann nicht Lücke machen. Ja, Amy's Island. Genau. This name. This name. That's indeed a name that matches this island well. Ja, okay, finde ich auch. So, the first celebration on island. Die erste Celebration. Starts right now. Startet jetzt. Party! I admit, this name is pretty good. Indeed, the name couldn't be more suitable. Okay, die finden den Namen. From now on, nice. We're going to live on this island. Yeah. He lived on this island. Chat with Chini. Warum muss ich jetzt mit Chini chatten? Ich will nicht chatten. Ich will jetzt hier mein Bonfire genießen. My friend, you came just in time. Ich kann. I have set up fireworks on the plaza and would like you to personally light them for everyone. Ein Feuerwerk für jeden, nice. After it's done, go tell Kay. Ja, ich rede wieder mit ihm. Light the firework in the class. Da ist das Feuerwerk. Das Leben ist wie ein Feuerwerk. Feuerwerk. Oh, oh. Oh, schön. Oh, es wechselt die Farben. Ich will Feuerwerk anmachen. Wo waren wir jetzt im Feuerzeug hier? Wow, sieht das nicht nice aus. Voll nice. So, die sind an. Jetzt müssen wir wieder mit Kai reden. The fireworks are all lit. Let's all go and enjoy. Ja, lassen wir es uns genießen. 3, 2, 1. Wow, so schön. Wie man sich freut. Oh mein Gott, cool. Hallo. Und Koala-Kopf. Oh mein Gott, voll schön. Also, das ist einer der schönsten Feuerwerke, was ich je in meinem Leben gesehen habe in einem Game. Ehrlich. So, jetzt müssen wir schon wieder und mit Kai reden. Ich würde jetzt lachen, wenn das Game vorbei ist. Great. Everyone really enjoyed themselves today. Das wäre traurig. Das wäre definitiv dann traurig, ey. The fireworks are over, but life on island is just beginning. Ja, das Leben auf der Insel beginnt jetzt. If you're tired, my friend, you can go back to your tent to rest. Please take this camping bed. Danke für das Campingbett. Dankeschön, Kai. Ich dachte, ich muss auf dem kalten Boden schlafen. After returning to your tent, set up the camping bed. Ach ja. Lie down and you can have a good sleep. Okay, danke schön. There's also a little surprise on behalf of the club. Ooh. I've prepared some supply boxes and placed them inside your tent. Okay, wir haben noch eine kleine Überraschung im Zelt. Let's rest up until tomorrow, then we'll start the important work. Okay, wir gehen jetzt ins Bett. Wo ist mein Haus? Da ist mein Haus. Mein Zelt, meine ich. Mein Zelt. Sorry, Leute, mein Zelt. Die Muscheln sind auch voll cool. Man sieht einfach die Fußspuren. Im Sand. Voll cool. So. Okay, wir haben hier. Surprise, surprise. Open.
Ein Radio. Woher kennen wir das? Und eine Laterne. Also, das ist für mich ja richtig neu. Wie, das geht nicht. Ich will sie hindekorieren. Du musst B drücken, um das. Ja, drücke ich die ganze Zeit. Zu dekorieren. Kann der Play. Okay. Ich steh mal so. Jetzt funktioniert. Du musst das direkt dort, wo. Laterne machen wir dann hier. Oh. Ich wollte die anmachen. Kann man die nicht anmachen? Ah, turn on. Nice. Radio, spiel einmal. So, neben meinem Bett. Also irgendwie, das ist halt voll die Ähnlichkeit von Animal Crossing, Leute. Hat es auch. Voll die Ähnlichkeit. Die hat pinke Haare. Was sind denn eigentlich Branches? Holz. Die erste Nachricht geschickt. Oh. Okay, wir gehen eine Runde schlafen. Lie down. Need a little nap? Get some sleep. Just gonna lie down. At last, the moment of our encounter has arrived, my friend. Congratulations on acquiring your very own island. In time, all shall become clear. But for now, focus on building up your island. There is an important matter you must be aware of. The passage of time on this island is about to align with reality. My friend. It's time to get up. Oh nein, ich will noch nicht aufstehen. Es ist noch zu früh. I not forgotten stone of doors. Okay, ich klopfe an dein Zelt. Okay. Die Zelt haben ja gar keine Tür. Come outside the tent. Got something important. Interessant.